Es wird Zeit, Donut Plains abzuschließen. Wir gehen ins nächste Level, Donut Plains 4. Und da gibt es leider kein Secret Exit, denn der Punkt ist ja bekanntlicherweise nicht rot. Aber da unten gibt es einen, ja, einen extrem krassen Cooper-Panzer. Der ist nämlich auch ganz, ganz nice, aber den könnten wir eigentlich erst in voller Züge genießen, wenn wir einen Yoshi hätten, den wir leider jetzt nicht mehr haben. Ich hätte mir eigentlich auch eins holen können oder einen Yoshi holen können, aber ich habe das jetzt irgendwie nicht überrissen. Ich hätte zum Beispiel auch nicht gedacht, dass ich jetzt einfach wieder klein werde. Leider. Aber gut, dann, wir schaffen das auch so. Es gab übrigens auch damals schon, wie man hier super sieht, Mini-Röhren. Haben sie damals schon eingefügt. Finde ich eine extrem geile Sache, dass es das damals schon gab. Aber leider gab es damals noch keinen Mini-Pilz. Das kam erst viel, viel später im Mario-Universum zum Einsatz. Hier gibt es sozusagen einen Hammerbruder. Der sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Also der hat nicht mehr die gleiche Form wie zu Anfang oder halt so wie man kennt, sondern sieht ein bisschen anders aus. Aber Galumbas gibt es natürlich hier auch wieder. Die hatten, glaube ich, hier ihren Ursprung, oder? Irgendwie sowas. Hey, ich brauche den Pilz. Danke. Ich wollte jetzt unbedingt den Pilz haben, denn ich bin ja klein. Und somit wäre die Gefahr auch wieder riesengroß, dass ich, sterbe. Mal in einfachen Worten ausgedrückt. So, hier könnte man sich, glaube ich, ein Leben spawnen, wenn man es richtig anstellen würde. Aber ich will nicht. Ich will nicht. Wir haben ja genug Leben. Also, was soll das? Was soll der Geiz? So, der Checkpoint wäre erreicht. Ein ziemlich langes Level eigentlich für, ja, für ein vorletztes Level dieser Welt. Sehr lang. Eigentlich sehr komisch. Komm, geht's weg. Geht's weg, ihr blöden Galumbas. Komm. Nein! Ich bin doch gesprungen. Ja, ich sag ja, der Controller, der will irgendwie nicht so, wie ich will. Ah, einen Pilz wollte ich jetzt auch nicht unbedingt haben, aber okay. Okay, dann machen wir das eben. Nehmen wir den Pilz mit und Yoshi, wie oft will ich dich jetzt noch verlieren? Bleib doch endlich mal bei mir. Bleib bei mir, bitte. Ich behandle dich doch gar nicht so schlecht. Normalerweise nicht. Ich setze dich zweimal Gefahren aus und, ja, würde dich am liebsten opfern wollen, aber ich mach das nicht mehr. Ich mach das nicht mehr. Das habe ich mir abgewöhnt. So, Hammerbruder, komm, verzieh dich, weil ansonsten kommen wir nicht ins Ziel. Sonst kommen wir nicht ins Ziel und wir hätten es geschafft. Sehr schön. 28 Punkte schon wieder bekommen. Oh, ich will keine Punkte kriegen. Wir sind jetzt gewachsen auf 81. Okay, darf ich mir beim nächsten Mal unbedingt nicht mehr erlauben. Und somit wäre der Weg endlich frei für Mortons Castle. Morton. Mhm. Den müsst ihr euch anschauen. Der sieht ganz, ganz witzig aus. Okay, das nächste Castle. Gar nicht so schwer. Da oben gäbe es auch noch ein Secret, aber da komme ich jetzt leider nicht hoch. Da wir, oh Gott, da wir leider keine Feder haben. Wenn ich eine Feder hätte, würden wir da leicht hochkommen, aber wir haben leider keine Feder im Angebot diesmal. Das Castle ist an sich nicht schwer, so wie eigentlich fast alles nicht schwer ist, solange man sich nicht zu dumm anstellt. Passiert ja mir auch ständig, dass ich mich verdrück oder sonst irgendwas. Und Knochentrocken, haben wir auch gerade gesehen, sind auch wieder vertreten hier in diesem Mario-Abenteuer. Es sind sogar, glaube ich, die originalen Knochentrocken. Ja, so sahen die früher aus. Fand ich sogar von der Grafik fast her besser als, ja, die jetzigen Knochentrocken. Also die haben so einen richtigen Oldschool-Schimmer noch. Was gibt's hier drin? Hier gibt's eine Feder. Okay, aber ich komme jetzt nicht mehr zurück. Das heißt, somit kann ich mir das schon mal abschminken. Aber da komme ich trotzdem hoch. Bringt mir aber in dem Fall gar nichts. Oder schaffe ich so hoch? Ja, ich schaffe sogar so hoch. Geil. Nein! Ah, der Knopf wollte schon wieder nicht funktionieren. Okay. Ah, ich muss unbedingt mal den Controller anschauen. Warum der denn nicht so funktioniert, wie ich das gern hätte. Muss ich ihn, glaube ich, mal aufschrauben? Nein, mache ich natürlich nicht. Ansonsten wird er dann nicht mehr funktionieren. Wäre aber nicht so schlimm. Ich hätte noch einen zweiten. Ich hätte noch einen zweiten übrig. Also von dem her könnten wir mal. Aber ich will nicht. Ich will nicht. Ich will hier nicht mein Original-Equipment einfach so massakrieren, dass es gar nicht mehr funktioniert. Sondern ich will ja mit euch dieses wundervolle Projekt genießen. Und zwar sehr genießen. Hier müssen wir schnell sein, denn die Plattformen kommen natürlich. Oh Gott. Ich brauche den Pilz, komm. Ich brauche den Pilz wieder. Okay, aber die Knochentrocken können in diesem Teil noch keine Knochen werfen. Das kam erst später, glaube ich. Also in dem Teil geht es noch nicht. Kommt aber dann in den übrigen Teilen. Ah, den grünen Block hätte ich jetzt gerne, aber da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Ich brauche jetzt erstmal den, muss jetzt erstmal den Boss bezwingen, aber da oben gibt es nochmal eine grüne. Okay, sehr schön. Sehr schön. Dann noch da rein und ab geht's zum Bosskampf. Und das soll wirklich Morton sein. Sieht doch extrem witzig aus, oder? Sieht sowas von witzig aus. Und der Bosskampf ist natürlich auch wieder eine richtige Lachnummer.
Und ich glaube, das war's schon. 3 Treffer und Morten ist Geschichte. Schön, oder? Aber wie die das darstellen konnten, dass das Morten ist. Der sieht nämlich ansatzweise ein bisschen ähnlich. Gar nicht. Also zum heutigen Super Mario... eher gar nicht. Eher gar nicht. So, zweites Ei gerettet. Und Mario tut wieder natürlich das, was er am besten kann. Alle Burgen zerstören. Morten Cooper Juniors Castle Nummer 2 ist Geschichte. Die nächste Welt hat sich eröffnet im Untergrund, im Vanilladom. Also wir gehen jetzt in den Vanilladom. Geil. Geil. Und das erste Level ist, glaube ich, gleich ein Secret Exit, oder? Gibt's, denke ich. Oder? Ja, genau so ist es. Vanilla Dome Nummer 1, das erste Level und hier gibt es gleich ein Secret Exit. Super. Wo war denn hier der Secret Exit? Den könnten wir theoretischerweise, glaube ich, aktivieren. Aber... ja, es ist genau dasselbe wie bei dem grünen Schalterpalast. Deswegen wird es nicht so ganz gehen. Okay. Der Panzer bringt mir in dem Fall gar nichts, denn ich muss natürlich hier unten durch. Ansonsten komme ich auch nicht weiter. Ich komme auch oben nicht drüber. Außer natürlich, ich würde... Ja, genau. Genau das war das. Okay. Den Secret Exit könnten... Wir könnten ihn aktivieren. Wir könnten, wenn wir schnell wären, aber ich mach's nicht. Was passiert eigentlich hier? Ah, genau, da gibt's eine Ranke, oder? Ja. Jetzt habe ich sogar... Ja, ich würde sogar hinkommen. Ich würde sogar hinkommen. Aber ich mach's nicht. Ich mach's nicht, komm. Ja, wobei... Da komme ich aber auch gar nicht hin. Doch, ich muss den machen. Nein, muss ich nicht. Muss ich nicht. Komm. Habe ich mich jetzt dann entschieden? Nee, ich muss nicht. Ich muss nicht. Da gibt es noch wirklich eine andere Stelle, wie man dann da am besten legal hinkommt. Ich sag betont legal, weil das hier ist natürlich illegal. Also es ist nicht direkt illegal, sondern man sollte den Exit nicht so erreichen. Deswegen sind auch diese unsichtbaren Blöcke schon wieder. Das heißt, wir müssen den nächsten Schalterpalast sowieso aktivieren. Wenn wir dazu denn überhaupt kommen. Aber natürlich kommen wir dazu. Ist ja klar. So, dann schnell hier durch. Okay. Die können wir mal aufessen. Denn die stören uns bloß. Komm, weg mit dir. Sehr schön. Sehr schön. Und dann müssten wir eigentlich das Ende eigentlich gleich erreicht haben. Oder? Also wenn wir den grünen Schalterpalast nicht hätten, dann wäre jetzt hier zum Beispiel ein sehr, sehr großes Loch, wo wir erstmal drüber springen mussten. So. Ah, jetzt wird es ein bisschen eng. Jetzt wird es eng. Okay. Da wäre ein Panzer. Ah, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich den brauche. Brauche ich den? Nee, aber ich hätte hier noch einen blauen. Okay. Ja, gut. Okay. Okay, gut. Das Level wäre fertig. Genau, genau. Dann müssen wir erst den Schalterpalast aktivieren und dann könnten wir theoretischerweise erst in den Secret Exit. Genau so werden wir das auch machen. Denn wir wollen ja hier nichts ercheaten. Auch wenn ich hochgekommen wäre, aber ich will ja nichts ercheaten. Nee, das liegt nicht in meiner Natur. So, Vanilla Dome 2, Unterwasserlevel. Da gibt es das nächste, den nächsten Secret Exit. So, Chip-Chips, wenn die an Land sind, die kann man ganz einfach bewältigen. Einfach nur dran springen und kaputt machen. Da ist jetzt wirklich nichts dabei, was einem Probleme bereitet. Unter Wasser funktioniert das natürlich nicht so einfach. Ist klar. Aber Yoshi können wir jetzt auch nicht mehr mitnehmen. Der muss nämlich hier bleiben. Ja, schade. Ich komme mit ihm einfach da nicht hoch. Und deswegen müssen wir ihn da lassen. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich an den Secret Exit rankomme. Der Secret Exit befindet sich auf jeden Fall hier. Hier, das weiß ich. Also müssen wir kurz außen rum. Und müssen den Secret Exit von der anderen Seite erstmal uns den Weg dahin erkämpfen. So, gibt es hier irgendwo eine Feder? Ja, da gibt es eine Feder. Okay. Die nehmen wir doch. Die nehmen wir. Denn die wäre eigentlich, ja, wichtig für die nächsten Level, glaube ich. Ach, Mist. Ja, okay, wir gewonnen so zerronnen. Also gibt es keine Feder für uns. Ich muss da jetzt rüber. Ich muss da rüber. So, Moment, Moment. Jetzt. Okay, perfekt, perfekt. So, den P-Switch mitnehmen. Ganz wichtig. Und hier erst aktivieren. Genau, hier erst aktivieren und somit kommen wir auch hier rein. Und können uns jetzt den Schlüssel holen und dann können wir auch ganz einfach in den Secret Exit eintauchen. Ach, Mist. Ach komm, die Feder will ich schon noch haben, oder? Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Beeil dich, Feder. Beeil dich. Jetzt, okay. Und ab in den Secret Exit. Das wäre schon gewesen. Und somit können wir auch den nächsten Schalterpalast aktivieren. Und zwar den roten Schalterpalast. So, wie war denn das hier nochmal? Wie war denn das nochmal? Okay, wir nehmen mal den P-Switch mit. Denn der Cooper-Panzer,
Der verfolgt uns ja sowieso. Mal schauen, ob das auch so funktioniert, wie ich das gern hätte. Okay. Naja, hat nicht so ganz geklappt, wie ich das gern... Ja, wie ich das gern wollte. Aber gut. Okay, dann eben nicht. Dann eben nicht. Dann aktivieren wir einfach den Schalterpalast und verzichten auf das Leben. Verzichten wir einfach drauf, denn das ist gar nicht wichtig. Wir haben ja sowieso schon 22 Leben und ich denke, wir werden auch noch viele, viele Leben bekommen und auch sehr wenige verlieren. Hoffen wir zumindest. Sehr schön. Roter Schalterpalast wäre betätigt. Dann könnten wir jetzt den Secret Exit machen vom ersten Level und das werden wir auch jetzt tun. Auf jeden Fall. Warum dieser Punkt aber gerade groß ist, groß und rot, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das weiß ich nicht mehr so genau. Muss ich nochmal nachdenken. Hat das irgendeine besondere Bedeutung? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendwas heißt eigentlich. So, dann durch. Sehr schön. So, und jetzt könnten wir einfach hier hoch und den Secret Exit aktivieren. Und das werden wir natürlich auch jetzt machen. Somit kommen wir auch dann ganz offiziell und ohne irgendwelche Cheaterei weiter in dieser Welt voran. Sehr geil! So, Vanilla Dome Nummer... Nein, das ist Vanilla Secret 1. Machen wir das als erstes? Ja, komm. Da gibt's nochmal ein Secret Exit. Und da brauchen wir auf jeden Fall eine Feder, die wir haben und die wir auch jetzt auf jeden Fall nicht verlieren sollten. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. So, hier gibt's so Bohnenranken oder was auch immer, so halt so Springplattformen, die wir natürlich nutzen sollten. Ansonsten kommen wir gar nicht hoch. Also, müssen wir jetzt erst darüber? Geh mal weg. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Oder können wir das auch von unten erreichen? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier hoch und dann schaue ich mal, ob ich da überhaupt hinkomme. Aber ich denke ja, ich denke ja. Also der Secret Exit befindet sich hier links. Und da kommen wir natürlich mit der Feder optimal hin. Das werden wir auch jetzt machen. So. Nein! Oh, wieso bin ich jetzt runtergeflogen? Meine Güte! Jetzt muss ich da nochmal hoch. Oh je. Hoffentlich treffe ich. Hoffentlich lasse ich mich jetzt nicht treffen. Denn ansonsten war alles für die Katze. Und zwar sehr. Okay. Gut, gut. So. Und jetzt, da ist der Secret Exit, genau. Da müssen wir rein. Und somit können wir auch den nächsten Secret Exit aktivieren, wenn es denn jetzt mal, wenn es jetzt mal ein Ende findet. Und ja, es findet auf jeden Fall ein Ende. Perfekt! Sehr schön. Aber wo bringt uns der Secret Exit denn hin? Tja, das finden wir jetzt heraus. Hm, vielleicht zur Star Road? Vielleicht auch nicht? Doch, zur Star Road bringt uns der nächste Secret Exit. Und zwar, genau, dann sind wir in Star Road Nummer 2. Aber wie gesagt, das machen wir erst zum Schluss dieses Let's Plays. Auf jeden Fall nach Bowser erst. Denn ansonsten würde es ja keinen Sinn machen. Ansonsten würden wir ja vorgreifen und das wollen wir ja nicht. Deswegen machen wir das erst zum Schluss. Okay, wir machen jetzt das Level nochmal, schließen das auf normalem Wege ab, dass wir auch hoch zur Röhre kommen. Das ist natürlich ganz wichtig. Ansonsten kommen wir ja oben gar nicht raus. Aber wir wollen da oben raus, denn da geht es auch noch ein Stückchen weiter. Aber dazu später natürlich mehr. Jetzt müssen wir natürlich erstmal hier wieder durchkommen, ohne am besten getroffen zu werden. Aber der Koopa, der nervt mich hier. Der nervt mich hier. Verschwinde. Was will der da? Der will uns bloß ärgern, glaube ich. Der will uns bloß ärgern. Das ganze Nintendo-Team will uns schon wieder ärgern. So, jetzt kommt diese Chose hier. Das ist ziemlich gefährlich. Das ist ziemlich gefährlich. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt mit einem Sprung sauber durch. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr geil. So, das Trampolin müssen wir, glaube ich, mitnehmen, oder? War das nicht so? Ne, das Trampolin war ich nur dafür da, dass wir oben die Yoshi-Coin bekommen. Aber die ist ja in diesem Game gar nicht wichtig. Nur in der Game Boy Advance-Version wäre sie von Nutzen. Aber hier in dem, in der SNES-Version ist sie leider zu nichts zu gebrauchen. So, das Level wäre fertig. Ach, okay, wenn man Trampolin mit ins Ziel nimmt, bekommt man sogar noch ein Item. Habe ich gar nicht gewusst. Hm, okay. Nehmen wir doch gerne mit. Nehmen wir gerne mit. Gut. Wo bringt uns die Röhre hin? Schauen wir doch gleich mal nach. Sie bringt uns nach oben. In Vanilla Secret 2. Aber ich glaube... Hä, was sollen wir jetzt als erstes machen? Was sollen wir als erstes machen? Ich glaube, wir machen erst die normalen Level fertig, oder? Hm, ja, doch. Doch, komm. Aber das Geisterhaus diesmal hat, glaube ich, kein Secret Exit, weil das ist da oben so ganz alleine.
Und ich glaube, der hat kein Secret Exit. Wäre aber das erste Geisterhaus und glaube ich auch das letzte, wo sich kein Secret Exit befindet. Und wieso bin ich jetzt schon wieder in diesen bescheuerten Fisch rein? Jedes Mal, die wollen mich echt trollen, diese blöden Fische. Ja, jetzt könnte ich mir aber eine Feuerblume holen. Irgendwo. Dass ich zumindest ein zweites Item habe, zur Sicherheit. Denn die Verletzungsgefahr ist ja hier wirklich groß. Also, von mir zumindest. Nicht von den Gegnern, von mir. Okay. Dann gehen wir runter und holen uns jetzt hier eine Feuerblume. Na, hier gibt es noch eine Feder, genau. Da gibt es noch eine Feder, aber die verliere ich dann sowieso gleich. Wenn ich oben rausgehe. Deswegen holen wir uns jetzt hier die Feuerblume, genau. So machen wir das. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier nach rechts. Denn sonst geht es nicht weiter. Und hier gibt es sogar einen Checkpoint. Endlich mal. Endlich mal. So, was gibt's hier drin? Oh Gott, jetzt habe ich mein... Jetzt habe ich wirklich meine Feder geopfert wegen einem Pilz. Ich muss dumm sein. Ich muss wirklich dumm sein. Oh mein Gott. Ja, dann nehme ich halt eine zweite Feuerblume. Dann nehme ich eine zweite Feuerblume. Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Ich komme da trotzdem durch. So, jetzt kommt wirklich ganz viel Gegner gespamme. Ja, und dass ich den jetzt nicht erwischt habe, erscheint mir doch etwas mysteriös. Und schon wieder. Der hat mich am Fuß erwischt. So, ich darf mich jetzt auf keinen Fall nochmal treffen lassen. So, komm, schnell ins Ziel. Schnell ins Ziel. Der Chuck hat sich jetzt gerade verdreifacht. Aber mit dem wollen wir uns lieber nicht anlegen, wenn wir klein sind. Mm-mm. Das lassen wir mal. Sehr schön gemacht. Level werde beendet. Dann könnten wir auch ins Geisterhaus. So, Vanilla Dome. Vanilla Ghost House. Oh yeah. Ja, bei den Geisterhäusern muss man sich immer wirklich daran erinnern, welches Geisterhaus wie abzuschließen ist. Mhm. Aber ich denke, hier gibt es keinen Secret Exit. Hier gibt es, glaube ich, nur einen normalen Ausgang. Müsste es theoretischerweise nur einen Ausgang geben. In der Hoffnung, dass es auch stimmt. Ansonsten muss ich da nochmal rein. Und ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch über dieses Geisterhaus. Bei den anderen zwei war es noch gar nicht so schlimm. Aber hier entwickelt sich das langsam ganz komisch. Gab es da nicht irgendwo einen P-Switch? Vielleicht, vielleicht. So. Immerhin ein Pilz. Der trifft sich immer gut. Ach komm, jetzt nicht diese komischen Dinger da, die eigentlich nicht in ein Geisterhaus gehören. Ich werde gleich sehen, was ich meine, wenn es kommt. Wenn es kommen sollte. So, dann gehen wir da rein. Jetzt geh schon rein, mein Gott. Was wartet der denn so lang? Ja, genau, diese Blasen da. Diese seltsamen Teile. Was die aber in dem Geisterhaus zu suchen haben, ich habe absolut keine Ahnung. Was sich Nintendo da hat einfallen lassen. Ja, genau. Und dann wird man auch noch getroffen. Mhm. Perfekt. Sehr schön. So. Dann warten wir kurz. Okay. Okay. Na, hier gab es, glaube ich, einen P-Switch, oder? Ja, genau. Hier gab es einen P-Switch. Okay, den müssen wir mitnehmen. Denn ansonsten kommen wir wieder vorne raus, glaube ich. Ja, ja, genau so war das. Genau so war das. Denn hier ist der normale Exit. Hahaha. Tja, ihr könnt mich nicht trollen, ihr könnt mich nicht verarschen. Ich finde jeden einzelnen Weg wieder hier raus. Auch wenn ich das Spiel schon seit 14 Jahren, glaube ich, nicht mehr gespielt habe, oder? Ja, 14? Na, das reicht gar nicht. Seit 20 Jahren habe ich das nicht mehr gespielt. Puh. 20 Jahre ist doch eine sehr, sehr lange Zeit. Und dass ich mich da sogar noch mal rantraue, das zu spielen. Hm? Echt? Respekt. Sollen wir das nächste noch machen? Vanilla Dome 3? Ja, ich glaube, das verschieben wir lieber auf den nächsten Part. Ich sag dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und bis bald bei Super Mario World. Und ciao!